Z-Modelle bilden das emotionale Zentrum der Marke Kawasaki und das seit 1972. Dabei standen stets die Hubraum- und leistungsstarken Motorräder im Vordergrund. Aber Kawasaki hat von Anfang an auch die Einsteiger- und Mittelklasse nicht vernachlässigt. Man erinnere sich nur an eine Z400 mit Zweizylinder-Viertaktmotor oder eine Z500 mit Vierzylindermotor. Heute heißt unser Mittelklasse-Star Z650. Ein Motorrad, super gestylt und ein echter Alleskönner. Das ist ein Motorrad für sportliche Landstraßenausflüge. Wunderschön zu dosieren, dieser Motor mit 650 Kubik und 68 PS Spitzenleistung. Und das Geile ist halt auch das Gewicht. 188 Kilogramm vollgetankt, um das Maximale an Fahrspaß aus diesem Motorrad herauszuholen. Auch geeignet für den A2-Führerschein in einer 35 Kilowatt, sprich 48 PS Drosselversion. Wichtigste Neuheiten fürs Modelljahr 2023, Traktionskontrolle und zu den anderen LED-Leuchteinheiten jetzt auch LED-Blinker. Die Sitzhöhe beträgt lediglich 790 mm. In Verbindung mit der schmalen Tanksitzbanklinie ist dieses Motorrad ideal auch für kleinere Leute geeignet. Bei mir geht das noch, ich bin 1,76, habe relativ lange Beine, gut auszuhalten. Wie für die Ninja 650 gibt es auch für die Z650 den höheren Sitz, 30 mm mehr Sitzhöhe. Ihr könnt euch mit eurem Smartphone über das TFT-Farbdisplay mit dem Motorrad verbinden und dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Die Z hat halt den Vorteil, dass sie eben auch einen Lenker hat, der eine aufrechte Sitzposition ermöglicht. Das gibt eine noch bessere Übersicht und er bietet einen größeren Hebel, was das Handling nochmal verbessert. Auch schön stabil in langen Kurven. Bremsen in Schräglage, kein Aufstellmoment, klasse. Also ich sag euch eins, lieber ein bisschen weniger Leistung und niedriges Gewicht und handliches Fahrwerk, das sorgt für mehr Fahrspaß als die Megapower schlechthin. Dieses Motorrad gibt es in drei Farbkombinationen, schwarz-grün, schwarz-rot und silberrot. Alle drei sind echte Hingucker, das kann ich euch versprechen. Ich würde vorschlagen, ihr geht zum nächsten Kawasaki-Vertragspartner und werft mal einen genaueren Blick drauf. Zudem gibt es noch ein Edition-Modell namens Z650 Sport und einiges an Zubehör für dieses Motorrad. Ich gebe den Journalisten recht, mehr Motorrad braucht man eigentlich, um Spaß zu haben.